Schlussendlich, der Abschluss der Motorsport-Saison im Best Racing Center in Kleinbach, das Race of Austrian Champions. Wie jedes Jahr eine Spaßveranstaltung, also es wird quasi die Motorsport-Saison gefeiert. Alle haben noch einmal Spaß am Fahren, alle haben noch Spaß am Zuschauen und ich hoffe, ihr habt an unserem Video auch einen Spaß. So, das sind die Vorläufe. Wenn es euch wundert, dass da ein paar sehr schräge Paarungen dabei sind, das ist kein K.O.-System. Hier wird noch auf Zeit gefahren. Das heißt, am Ende kommen die aus dem kompletten Feld weiter, die besten Zeiten gefahren haben. Die können ruhig auch da gemeinsam gefahren sein. Das K.O.-System beginnt dann erst bei den Finalläufen. Wollte nur dazu sagen, gleich, bevor wir was sagen, jetzt schauen wir sich immer die Drift fertig an. Kaum da geht's schon los mit der Action. Ja. Wollte eigentlich nur sagen, ihr werdet euch wundern, wie wir da 1,5 Stunden Programm zusammengebracht haben. Ihr könnt es natürlich überspringen, die Zeiten sind dann unten angegeben, wo die Vorläufe sind, wo die Semifinalläufe sind, wo die Finalläufe sind. Aber ich sage euch gleich, wenn sie die Vorläufe überspringt, dann versäumt sie etliche Dreher und auch eine Bodenplatte. Dabei ist das Ganze nur ein Highlight eigentlich. Und einen saugeilen Steinregen. Danke an den Gerwald Grössing. Ja. Ihr seht, da hinten geht schon mal richtig gut ab. Also wirklich schön vom Feinsten gedriftet. Und das ist beim besten Willen nicht die einzige Aktion, die so schön abgelaufen ist. Weil da allerdings war das dann übertrieben. Und pop. Ich liebe es. Eingeschlagen im Kiesbett. Macht nichts, wie gesagt, da geht es nicht um den Sieg im K.O.-System, sondern da geht es um rennende Zeit. Darum ist er gleich wieder auf der Piste und versucht noch die Bestzeit zu bekommen. Nicht die Bestzeit für dieses Rennen, sondern die Zeit, die benötigt wird, um ins Semifinale zu kommen. Ja, so ist es. Wir sehen auch, wie er sich schön rausgewurschtelt hat mit dem Allradantrieb. Später sehen wir dann einen Fronttrieber, der es nicht so einfach hat, da wieder rauszukommen. Aber wir sehen eine sympathische Form eigentlich. Dann, stimmt, oder? Und wir sehen hier, wir haben auch einmal ein bisschen andere Plätze gesucht. An der Stelle sieht man zwar nicht den kompletten Ring ein. Und das macht nichts. Aber das macht nichts. Genau. Was schaut sich das an? Ja, aber das ist einfach näher, da bist du richtig schön nah an den Augen, das an der Stelle. Ja. Das bist du drüben auf dem Erdball nicht. Aber wir müssen das einfach genießen. Da ist mir eingefallen, da ist ein zweites Auto auch noch. Das fährt. Ja, schau. Und Schubidi. Das war den Reifenhaufen, ja? So ist es. Übrigens, Manfred, weißt du, welcher der meistgefahrene Reifen an dem Wochenende war? Der da vom Haufen. Der Reifenstapel. Ja. Aber abgewürgt, angeschmissen das Auto, wieder weitergefahren. Er hat keine Ahnung, der liebe Streckenposten, wie oft er diesen Reifenstapel noch aufstellen darf an dem Tag. Solange bis dann irgendwann, glaube ich, in dem Bereich jemand sogar den Reifen dann entsorgt, gell? Ja, das sehen wir dann später, wie dann gar nicht mehr aufgestellt wird, sondern einfach nur resignierend in die Ecke geschmissen werden, die Reifen. Aber das war es noch nicht an der Stelle. Nun. Ihr werdet, auch in der Auslaufrunde kann man es übertreiben. Zu jedem Lauf gehören natürlich zwei Läufe eigentlich. So ist es. Jeder fährt zuerst innen, zuerst außen. Und im letzten Jahr habt ihr immer gesehen, wie sich die zuerst die innere Bahn gehabt haben, gern gedreht haben. Heuer haben wir es eigentlich 50-50 verteilt gehabt. Man muss fairerweise auch dazu sagen, ich würde die Streckenbedingungen als seifig beschreiben. Also es war wirklich ein schwieriger, glatter, nebliger, herbstlicher Asphaltbelag. Aber das tut ja der Action keinen Abbruch. Und nachdem sich da ja auch keiner auf den Schlips getreten gefühlt hat, wenn er da irgendwas nicht geschafft hat, es ging
eigentlich vordergründig um den Spaß. Jeder hat sein Arbeitsgerät von der Saison noch einmal ausgepackt, hat noch einmal Spaß gehabt damit. Und ganz besonders Spaß habe ich mit ihm gehabt. Erinnert euch noch an den Trainer? Und die zweite. Selbe Auto, selbe Reifenstapel. Ja? Doppeldreher und abgewürgt, genauso wie vorher. Und der Streckenposten denkt sich schon, wenn ich ihn liegen gelassen hätte, braucht er den jetzt nicht mehr aufheben. Das ist dann übrigens das Worst-Case-Szenario, wenn man beide Läufe versemmelt. Da geht dann nichts mehr. Hier haben wir ein hochkarätiges Duell. Manfred Stoll im Ford Fiesta gegen Alois Höller im Ford Focus. Alois Höller weiß man bekanntermaßen, dass das eine absolute Rakete ist, der Ford Focus. Aber auch der Fiesta von Manfred Stoll geht extrem gut. Beides Rallycross-VWD-Fahrzeuge. Und ihr werdet nachher noch sehen, auch wenn der Manfred, wenn das nicht unbedingt ein gewohntes Arbeitsgerät ist für den Manfred Stoll, er kann es trotzdem beherrschen. Also, das, ja. Auch wenn man jetzt da den Alois Höller sieht, das war jetzt ein... Das passt, ja. Das war jetzt gut. Auch der Alois Höller beherrscht sein Gerät wunderbar. Gut, aber von dem auch weiß man ja, dass er sein Instrument gut beherrscht. Genau. Man sieht hier, wie exakt auch der Alois Höller da einlenkt in diese Schikane, keinen Zentimeter herschenkt. Und auch hier ganz sauber driftet. Wirklich schön, also nicht driften um des Driftens willen, sondern wirklich driften um der Effizienz willen. Also, auch wenn er da ein bisschen weit das Heck raushängt. Der Manuel Stoll ist mir da übrigens aus dem Bild gehuscht, weil ich nicht gedacht habe, dass der wirklich so weit rausdriftet. Aber einfach geil. Driftwinkel, Geschwindigkeit, Mutfaktor, da hat alles gepasst. Und jetzt kommt ein ganz ein ungleiches... Porsche gegen Buggel Porsche. Gegen Scherz und Ferrari. Ja. Aber wenn ihr glaubt, dass das so eindeutig ist, ja, dann hat man sich getäuscht, ja. Ja... Herr Werner hat sich gerade den Kaffee wieder genommen. Ja, bevor er kalt wird. Ja, genau. Ne? Und vor allem, wenn ihr die Chips habt, macht das Chips-Backerl noch auf. Genau, genau. Wir sind ungefähr genauso lang wie ein Formel-1-Rennen, aber einschlafen tut man halt bei uns dem nicht. Nein. Dafür ist erstens einmal in Griff sein Porsche zu laut. Da kann man nicht einschlafen. Und auch hier eigentlich zu schnell, aber noch schön gerettet. Irgendwo aber da ist er dann. Aber er lernt nichts daraus. Aber schön gerettet, also auch da kaum Zeit eigentlich verloren, wenn man es genau nimmt. Ein schönes Pirouettal. Ja. Und vom Porsche. Vom Buggel Porsche. Ja. Aber man hat ja eigentlich erwartet, irgendwo trotzdem, dass der Porsche um einiges schneller ist, in dem Fall war durch den Dreher nicht mehr ganz so eindeutig die Sache. Ja. Aber dass der Käferfahrer nicht unbedingt sagen wir, ein schlechter Fahrer ist, sieht man jetzt dann in den nächsten Szenen auch zwischendurch. Dort schauen wir sich immer noch an. Man muss auch dazu sagen, die beiden Positionen. Schau dir das einmal an. Ich meine, man glaubt immer, der lenkt irgendwo hin, ja? Aber. Ja, das ist sind ganz feine Korrekturen. Ja. Glaubst du auch, dass der Heckspoiler bei dem Porsche nicht einmal bei dem Käfer nicht einmal ansatzweise angeströmt wird? Ich glaube, der ist nur wegen dem Gewicht, dass er mir anpresst, Druck auf der Hinterachse durchs Gewicht hat. Ja. Weniger durch die Aerodynamik. Und ja, rechts vorbei. Gut. Ja. Aber die Abkürzung bringt ihm zeitmäßig nicht wirklich etwas. Nicht wirklich. Weil die Wiese ist rutschig. Noch rutschiger wie die seifige Straße. Und hier ein Motorsound zum Niederknien. Entschuldigung, ich werde nicht müde, es zu erwähnen.
Vor allem, wenn man so einen Motorsound beim VW-Konzern leider wegzüchtet in der heutigen Zeit. Ja. Im Gegenteil, wenn man im VW-Konzern seinen Motorsound haben will, dann montiert man Lautsprecher am Wagenboden. Ach ja, ach ja. Hier ein wunderschöner Citroën DS3. In Solofahrt. So ist es. Hat sich kein Gegner gefunden. Aber auch nicht schlecht, wenn man sich einmal konzentrieren kann auf ein Fahrzeug. Vor allem, wenn es so bewegt wird. Man sieht richtig, wie mit dem Fronttriebler um den Driftwinkel kämpft. Und gib ihm. Und hier rein damit. Das geht sich nicht aus. Nein, geht sich nicht aus. Und wie gesagt, die Wiese erspart keinen Weg. Quod erat demonstrandum, die Wiese ist rutschig. Und man? Mit Retourgang wieder rausgeschoben wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Aber das kann man nicht wissen. Das muss man ausprobieren. Was aber nicht heißt, dass er trotzdem jetzt aufsteigt oder langsamer wird oder... Oder sagt man, merkt jetzt schon, dass er ein bisschen mit dem Dreck auf den Reifen ja, etwas mehr Probleme hat. Ein bisschen kämpft, ja, aber das erhöht halt den Spaßfaktor. Man merkt, das ist der Dreck auf die Reifen. Genau, ja, genau. Hier wieder zweimal frontgetrieben. Eine leichte Leistungsgrätsche, aber sonst kein Problem. Das ist immer der Moment des Wartens dort immer, wenn man das dort, ja, dort aber die, steht. Vor allem die Kulisse. In diesem Fahrerlager bricht sich der Motorsound und kurz vorm Start steigen die aufs Gas und der ganze Platz dort ist erfüllt mit dem Motorsound. Explodiert der Gang. Ja, von diesen beiden starken Fahrzeugen ist einfach gut. Es gibt kaum ein Motorsportfahrzeug, das leise ist und dementsprechend hat man dort den Sound. Man hört immer beide Fahrzeuge. Man hört auch immer, was das andere Auto macht. Also wenn das andere Auto irgendeinen Reifenstapel oder so kassiert, das hört man. Auch wenn man sich aufs andere Fahrzeug konzentriert. Ja. Ja, ja, ja. Leicht über die Vorderachse gegangen. Macht nichts. Das, wie ihr seht, von da aus sieht man eigentlich die ganze Strecke. Mhm. Und der eine ist noch gar nicht weg, ist der andere schon da. Genau. Man sieht eigentlich von überall die ganze Strecke, außer von der VIP-Tribüne. Möchte ich Ihnen nur anmerken. Ja, wieder einer, der das Haxerl hebt, gell? Genau. Und das sehen wir dann noch öfters hier. Ja. Zu unserer Freude, zu unserer aller Freude. Auch zur Freude der Piloten. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es macht Spaß, wenn man spürt, dass die Hinterachse abhebt. Und wackity. Über den Reifenstapel drüber. Und da hört man schon ein komisches Geräusch. Ich habe mich gewundert, dass der Corsa so langsam wird. Und dann ist es mir aufgefallen. Der Reifen steckt, einer von dem Reifen, von dem Reifenstapel steckt unterm Auto fest. Man sieht, das Auto hat auf der Vorderachse null Grip, weil es angehoben wird durch den Reifen. Und das muss wirklich brutal sein, wenn du da drin sitzt im Auto, du kannst nichts tun, der Reifen steckt einfach, du kannst aussteigen und versuchen ihn rauszahlen, aber es kostet mehr Zeit, wenn du so weiterfährst. Das tut so weh. Ich hab dann gar nicht aufpassen und der Streckenposten den Reifen dann wieder zurücktragen. Ich glaube nicht, ja. Weil wir haben auch drauf, wie ihn wieder verliert. Zwar nur geräuschmäßig, weil da ist eine Werbepanne im Weg, aber wir haben auch das drauf. Ja. Nämlich am ganz am anderen Ende vom Kurs. Aber, nicht, dass ihr glaubt, wir nehmen ihn rein, weil er ein Stümper ist. Sobald er den Reifen los ist, müsst ihr euch anschauen, was der für Action abliefert. Da verliert er den Reifen und jetzt geht's wieder. Und jetzt Vollgas. Ohne Rücksicht auf Verluste und Zeit aufholen. Auch wenn die Stoßstange wackelt. Hier sehen wir es noch einmal. Röckendig, genau drüber den Reifenstapel. Hinten fliegen die Reifen raus, aber leider nicht alle.
Mein Mitgefühl hat er. Und ich werde mitteilen, dass so ein Reservereifen das nächste Mal im Kofferraum genau. geben und bitte nicht unten mitnehmen. Das hat sich in den 70er Jahren und 60er Jahren bei Peugeot auch nicht durchgesetzt. Oder bei den Franzosen. Das muss nicht sein. Schaut sich mal an. Aber wie gesagt, herrlicher jetzt Drift. Wo er wieder frei fahren kann, geht er sich voll. Wunderschön. Das ist ein typischer Fall, er ist mit der Kurve fertig, bevor er überhaupt noch das Ende der Kurve sieht. Genau. Steht gleich richtig zum Weiterfahren. Und gleich anstehen für die nächste und tschack. Das hat sich übrigens herumgesprochen, dass man da gerne abhebt, weil das sich das heuer deutlich eingeschränkt hat im Vergleich zu den vorigen Jahren. War deutlich weniger Bodenplatten zu sehen bekommen. Was aber nicht heißt, dass wir gar keine zu sehen bekommen haben heuer. Ein sehr witziges Duell, KTM Crossbow gegen Suzuki Swift. Ein Rundstreckenfahrzeug gegen ein Rallye-Fahrzeug. Haben wir nicht ganz verstanden. Passt auch vom Gewicht- und Leistungsverhältnis her nicht ganz zusammen, aber ja, warum nicht? Es ist ja hauptsächlich zum Spaß, also just for fun, so ist es, sind wir da jetzt einmal nicht so. Dann genießt man einfach. Ja, obwohl der Chris natürlich, der hat das schon ein bisschen ernster genommen im Crossbow. Ja, das sehen wir dann später, ja. Das sehen wir dann später. Überhaupt in den Finalläufen dann. Ja. Da hat das Carbon geknistert. Und die Aufhängung geht ja alt. Aber jetzt einmal ist alles noch relativ entspannt. Genau, ja, genau. Darauf aus, leicht zu driften. Genau. Eine schöne Zeit hinzubringen. Noch da, schaut ihr ja gemütlich aus. Da sieht man kein Rallye-Auto in Crossbow. Ja. Da hat jemand mehr Angst ums Carbon als sonst was. Auch wenn der Hersteller hervorragende geländetaugliche Motorräder ja baut, die weltmeisterlich sind. Ja, der Crossbow ja, ja ist es. Der Crossbow wird nie bei der Dakar mitfahren. Und auch hier wieder. Und schon wieder ein Ausreiter. Genau. Wieder einmal einer rechts vorbei. Aber auch hier schön und eckig gedriftet. Hier ein bisschen mehr geschoben. Und hier eines der kürzesten Rennen, das wir an diesem Tag gesehen haben. Einmal Dreher, zweimal Dreher und zu verkaufen. Räder drehen durch, das war's. Hier noch einmal zur Zeitlupe. Da war schon längst Passagier. Ein wunderschöner Dreher und noch ein Dreher. Zu verkaufen. Und steckt im Kiesbett. Vorderräder gehen durch, keine Chance mehr. Zu dem Zeitpunkt fühlt er sich schon verraten und verkauft. Also da so ist es vorbei. Ja. Aber dafür sind wir hier bei den Rallye 4 WD-Fahrzeugen. Ein traumhaftes Duell, Audi Quattro gegen Peugeot S2000. Der Walter Mayer im Peugeot war überhaupt einer, der mir da hinten am allerbesten gefallen hat, weil er so wirklich, wirklich schön kontrolliert gedriftet hat. Also er hat das wirklich schön unter Kontrolle an der Stelle. Schön gemacht. Wobei man dazu sagen muss, S2000 Autos sind nicht leise, aber an der Stelle hat man trotzdem den Quattro lauter gehört als den S2000. Das ist ja auch schön zu sehen, ein Rallye-Klassiker mit einem doch relativ modernen Fahrzeug dann, ja. Genau, ja. Im Vergleich, und man merkt, wie stark eigentlich der Quattro war und noch immer ist, ja. Genau, wie knapp man damit zu den Reifen zugefahren kann. Ach, der steckt das doch weg. Auch hier. Oh, einmal, oh, zweimal. 180. Another 180 and another 180. Hat ihm irgendjemand verschwiegen, dass es mit den zwei Runden die ganzen Runden ist und nicht nur das Stück da hinten gemeint ist? Kann durchaus sein, ja. Aber auch da ist der Fall, dass er trotz dieses Drehers noch schön eine Showanlage bietet fürs Publikum nach dem Ziel.
Gerald Grössinger mit einem etwas ungewohnten Arbeitsgerät, also ungewohnt, lange nicht mehr gesehenen Arbeitsgerät, sagen wir so. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen, den Evo 9. Aber man sieht, er hat es nicht verlernt, das Fahrzeug zu bewegen. Und noch einmal. Und du weißt, was ich sage, Manfred, gell? Wenn man jetzt mindestens ein paar Steine abkriegt, dann war man nicht dabei. So wie meistens, ja. Ne? Man sieht, hier und? Ist er schon deutlich zu schnell und hier fliegen sie schon die Steine. Man sieht, wie sich die Zuschauer wegbiegen, sich versuchen zu schützen. Ja. Macht nichts. Mir hat es gefallen. Ich stehe gerne in so einem Steineregen. Es tut und, nicht weh, aber man kann sagen, man war dabei. Wie man ihn kennt, nachher wieder ein gemütlicher. Natürlich, nimmt komplett das Gas aus, weil er sich so geschreckt hat. Ja, genau. Nein, ich glaube nicht. Nein, natürlich. Nicht wirklich. Furchtlos, unser Gerwald. Jetzt sieht, ja. Das bietet er an dem Tag nur eher ab. Bodenplatte. Naja, man muss ja überprüfen können, ja, ob der Kies unten etwa den Schaden angerichtet hat. Genau, ja. Stimmt, mal überprüfen können, der Kies hat alles in Ordnung gelassen. Und hier noch einmal in der Zeitlupe, dass die Steine zählen könnt. Also einfach, es war einfach geil, dort zu stehen, während das passiert. Einfach, es ist eine komplette Fahrzeugbreite neben der Strecke und haut sie wieder zurück auf die Strecken. Und das aber ohne vom Gas zu gehen. Herrlich, herrlich. Und da ist er da schon immer knapp mit dem Bodenkontakt. Dann Gas an, Heck weg. Und okay. Geht schon. Jetzt glaubt man, er hat es. Das muss ein arges Feeling sein im Auto. Ja, das immer schon vor allem, wenn er sich vielleicht an die Schneeberglandrallye erinnert fühlt. Das könnte dann ein bisschen problematischer sein. Ja. Ach ja. 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 In der Pause dann. Nettes PS-Geplauder mit Fahrern, Fans, ja. Teammitgliedern. Wahnsinn. Wie viele Kilo hast du dazu gekauft, dann bist du aufgeladen? Stimmt, da war Dreck drinnen. Also so dreckig war das Auto die noch nie. Das war noch nie so dreckig. Nach innen hat es den Dreck reingehauen. Das ist innen, ist die Länder über da hingegangen, weil ganz dicht ist das Auto auch nicht. Ja, na klar. Ja, nicht übrigens. Nein, Wahnsinn. Da haben wir gesehen, einen Tag nachher dann, normalerweise die Fahrer posten dann, ja, das war und das war. Nächster Tag haben wir nicht postet. Ich bin gerade beim Auto waschen, ich kann gerade aus, ich glaube sogar, wie viel Dreck drinnen ist. Ja. Diesmal sind sie mal beim Auto so hinten vorbeigefahren und sind gerade rausgeschaut, wie sie nicht sind. Fotoreiniger, man hat da schon so aus. Am Ende zwei Kilometer weggerannt. Ja, da kannst du innen außen aufheben, im Wagen überschrecken, genau, ja. Und ausdampfen. Und aber Spaß hat es gemacht, oder? Ja, aber das ist immer, die Prüfungen sind echt nett. Ja. Wie Sie erraten habt, geht es dabei nicht um das jetzt stattfindende Motorsportereignis, sondern um die Waldviertel-Rallye, wo alle Fahrer unter den Gatsch-Einflüssen gelitten haben. Wo der Kircher innen und außen im Einsatz war, ja. Genau, ja. Und jetzt sind wir bereits am Nachmittag und bei den Semifinalläufen. Jetzt geht es wirklich ums Eingemachte. Denn jetzt fahren sie bereits im K.O.-System. Ab jetzt fahren wirklich nur noch die wirklich spektakulär und gut fahren. Und die Crossbows. Wir meinen damit nicht die, die in der 2WD-Rallye-Klasse mitfahren, sondern wir meinen die. Entschuldigung. Ja, das war sehr gemütlich. Ja. Also das Problem war ja dann in dem Finallauf, man hat die Pause ausgelassen und die Crossbows fahren raus und ich denke mir, da ist irgendein Schauerlaufen so langsam, wie die unterwegs sind. Bis ich dann zurückblicke und sehe, der Werner deutet, das ist das Rennen. Eben, gut. Dann gibt es die Finalläufe nicht von den Crossbows. Ja? Tut mir leid, ja. Kleine Idee fürs nächste Jahr. Ladet die Stockcar-Fahrer ein. Das wäre meine Idee. Ja? Die geben sie dort sicher. Vor allem, wir könnten, denke ich, vier antreten lassen gleichzeitig. Das stimmt, ja. Das stimmt. Zwei innen, zwei außen. Mal schauen, was passiert. Genau, ja. Ja, das ist eines der Dinge, dass wir euch bis jetzt unterschlagen haben.
Ich war noch ein, zwei Mal in Natschbach beim Stockcar Racing. Wir haben auch ein paar andere Motorsportveranstaltungen besucht. Ihr werdet euch schon gedacht haben, na, no, waren die Rallye-Watcher heuer nicht bei der WTCC? Natürlich waren wir bei der WTCC. Wer bei Eurosport zugeschaut hat, hat uns vielleicht auch gesehen, weil wir haben uns wieder mal in den Bericht hineingeschmuggelt. Aber nur eine Minute lang. Ah ja, genau, genau. Also nicht allzu lang. ja, ich kenne ein paar Fahrer des WTCC, die weniger oft im Bild waren. Stimmt, ja. Und da das aber nicht wirklich was mit Rallye zu tun hat, haben wir gesagt, wir machen das als quasi Saison-Highlight am Schluss des Jahres, genau. Das wird dann irgendwann im Dezember, werden wir das Video dann online stellen. Und zusätzlich werden auch da noch die Szenen reinkommen, die wir hier schweren Herzens nicht reinnehmen konnten. Unser Manfred hat gelitten. Er hat jetzt tagelang, wochenlang sich durch Tonnen von Material gekämpft, durch Mount Everest haftige Berge von geilen Zeugs und hat unter schweren Schmerzen viele, viele gute Sachen leider weglassen müssen, weil sonst hätten wir nicht 1,5 Stunden Bericht, sondern 5 Stunden oder sonst irgendwas, was sich dann endgültig keiner mehr anschaut. Aber, wie gesagt, wir haben ja dann noch das Highlight-Video am Jahresende, da kommen dann einige Szenen, die wir euch da vorenthalten haben, auch noch hinein. Also wenn ihr euch nicht wiedergefunden habt, dann nicht böse sein, vielleicht taucht es dann dort auf. Wie gesagt, es ist keine Bösartigkeit unsererseits, sondern 1,5 Stunden sind zu viel eigentlich. Ist ja. Eigentlich schon zu viel. Aber was hätten wir schneiden sollen? Das? Ja, genau. Ja. Wie schon im Vorjahr wissen wir schon, wer gewinnt. Ja? Genau. Grün oder grün? Ja. Garantiert gewinnt grün. Ja. Und wir finden es gut, dass grün gewinnt. Ja. Weil grün war super. Grün hat uns gefallen. Ja. Grün haben wir geil gefunden. Und jeder kann sich jetzt aussuchen, wen wir meinen, weil wir haben jetzt natürlich den Fokus auf den einen Grünen gehabt und jetzt haben wir den Fokus am anderen Grünen. Nein, nicht mehr, wir sind schon am nächsten Rennen. Achso, Entschuldigung. Ja, das sind die Semifinalläufe. Genau, da geht's zack auf zack auf zack. Wieder Dings, wie man gesagt hat, da. No. Fällt das nicht ein? Fällt mir nicht ein. Ja, Alzheimer lasst grüßen. Ja, bam! Ja, also der hat einmal diese Reifen mal mitgenommen. Genau, ja. Einmal andere Reifenstapel. Ja, nicht immer dieselben. Genau, ja. Da drüben steht eh kaum mehr einer. Ja, die Streckenposten sind immer auf der anderen Seite auch was zu tun. Genau, haben, ja. Genau. Die meistbefahrenen Reifen liegen da drüben schon mal dumm. Sind schon ganz zerfleddert abgefahren. Ich glaube, ich werde dort meine alten Winterreifen abgeben. Tu das. Soll ich blau und weiß lackieren? Macht vielleicht Sinn, ja. Dann nehmen sie es vielleicht schneller. Gewidmet von den Rallye-Watchern. Genau. Da müssen wir es aber eigentlich schwarz-grün lackieren, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, und so kommt er halt doch noch mal langsam an. Jetzt fällt es mir Kotan. Kotan hat immer gesagt, rutzzutzk. Ja, da geht's rutzzutzk, meine Freunde. Und das geht los. Okay, wieder umgedreht. Ja, ein veritabler Fehlstart, wie wir bemerkt haben. Ganz dezent. Also, Konsequenz. Müssen wir es da halt mehr fliegen lassen. Wenn schon nicht so, dann anders halt. Wunderschön. Und man merkt, für dieses Gelände ist dieses Fahrzeug gebaut. Genau. Das ist einfach schön. Fahrzeugbeherrschung, Motorsound, Geschwindigkeit. Da trifft einfach alles aufeinander. Wir sollten die mal besuchen gehen. Bin ich sehr dafür. Vielleicht schaffen wir es diesmal 2015, dass wir einmal ein Rennen bei Ihnen anschauen. Vielleicht schaffen wir es 2-3 Mal. Ja, und ich kann mich erinnern, wie ich es als Kind mit so einem ferngesteuerten Buggy
ursprünglichen Garten von meinen Eltern gedüst bin und die Gladiolen umgeführt habe. Schmäh, meine Mutter hat nie Gladiolen aufgebaut. Ja, aber mir gewiss, was du meinst. Ja. Die Birke war zu schwer zum Umführen. Mit der habe ich mich nicht angelegt. Das kam dann erst später. Genau. Achso, ja. Ich weiß, worauf du anspielst. Eine schwarze Stunde mit einem schwarzen Mazda. Der in schwarzer Nacht sich an den Baum versenkt hat. So ein schwarzer Baum. Ja, weh. Wenn euch das gefallen hat, schreibt uns. Ich glaube, es schreibt keiner. Ja. Vor allem, wenn man denkt, dass er zwei Bäume eigentlich mit zwei verschiedenen 3-2-3 gekriegt hat. Nein, da war die Kurve, gell? Mit dem zweiten habe ich ein Maisfeld umgemäht. Ja. So ein paar Quadratmeter. Da haben sie den Baum schon vorher abgeschnitten, ja? Ja, den einen Baum habe ich knapp verfehlt, ja. Den haben schon vorher abgeschnitten, oder was? Nein, an dem Baum ist zwei Wochen später ein Honda Civic zerschellt. Ach, ja, und genau. Zwar wirklich zerschellt. Also den haben sie in zwei Teilen aufgeladen. Der Fahrer ist dem Fahrzeug unverletzt entstiegen und dann ist die Feuerwehr gekommen und hat das Fahrzeug aufgeladen und danach hat den Vorbau vom Fahrzeug. Wie ihr jetzt vielleicht bemerkt habt, auch wir fahren nicht immer nur mit 50 km/h über Land. Moment. Die beiden Male, wo ich mich zerstört habe, war ich mit 70 auf der Bundesstraße unterwegs. Ja. Wenn ich schnell fahre, fahre ich konzentriert. Da passiert mir sowas nicht. Wobei ich dazu sagen muss, alles längst verjährt. Beide Fahrzeuge sind ein Rosthaufen in Moldawien oder so, keine Ahnung. Genießen wir das. Haben leider nicht den Weg zum Stockcar gefunden. Nein. Der geplante Weg. Ich fahre ja immer in Peter mit dem roten Mazda 323 fahren im Stockcar. Wenn wir denken, oh, das hätte auch ein veritables Ende für meine sein können. Wir haben ja darüber geredet. Ja, genau, ja, genau. Und ein Haxleber vom Feinsten. Und los geht's. Und noch ein Achsleber vom Feinsten. Das war übrigens bei den Polos State of the Art. Da. In anderen Kurven auch, aber da war State of the Art. Wie man sieht, auch in der Zielkurve Achsleber. Finde ich gut. Gefällt mir. Und auch hier ein wunderschöner Honda CX. Das sind frühen 90ern, späten 80ern. Das ist aber so die Zeit, wo ich mein Faible für asiatische Autos entwickelt habe. Diese kleinen, sportlichen, japanischen Coupés aus den 90ern, späten 80ern. Sind lustige Fahrzeuge. Klein wenig schnell. Und auch hier, wenn man versteht, wie man sie bewegt, einfach schön. Da war ein bisschen zu weit draußen jetzt. Ja, nein, das passt schon. Man muss alles in die Linie mit einbeziehen. Alles, was einem nicht auffällt, bezieht man in die Linie. Hier extrem sauber gefahren. Den Frontdribbler wäre driften keine gute Idee gewesen, aber ganz exzellent und sauber. Wunderschön. No, wo ist er denn der Start? Ah, da ist er. Und Vollgas auf den schwarz-roten Polo. Hier ein kleines Hopperl. Hat uns übrigens sehr viel Spaß gemacht, dieser Übergang zwischen Asphalt und Schotter, weil viele Autos das richtig schön zum Springen und Hoppern angefangen haben, so wie jetzt gerade. Und einige Fahrzeuge richtig abgehoben sind, wenn sie nämlich den Buckel im Schotter getroffen haben. Das werdet ihr nachher noch sehen, erfreuen wir euch dann nachher noch mit ein paar Zeitlupenstudien.
von Fahrzeugen, die dort richtig abheben. Das tut weh. Das hört man, wie die aufschlagen. Oder wie ich vor Ort gesagt habe, wenn der Christ es mit einem Auto mit Frontmotor gemacht hätte, war alles hier gewesen. Und schon sind wir angekommen. Hier ein schönes Duell. Und das war der angesprochene Hüpfer. Das war noch nicht der krasseste. Ja, möchte ich. Schon. Ist aber er war aber schon. Schlecht, ja? Er war schon nicht schlecht. Er war schon nicht schlecht. Also, er war schon gut. Er hat schon ein bisschen geschmerzt beim Zuhören. Vor allem, man sieht. Das sieht man. Ja, es hat dem Auto nicht gut getan, offensichtlich. Oder vielleicht war es ein anderes Problem, das weiß ich nicht. Was allerdings uns der Gelegenheit gibt, einen wunderschönen gelben Sierra voll in Drift-Action bei einer Solofahrt zu erleben. Hier jetzt fährt er noch fertig und das zweite Duell fährt er dann alleine. Man beachte übrigens den Negativsturz an der Vorderachse bei dem Fahrzeug. Brutalst. Und hier der angesprochene Solo-Kampf von unserem Sierra. Zack, reines Bild und geht schon. Und jetzt merkt man, das ist ja richtig eine Show jetzt. Genau, er weiß, er braucht nur nirgends anfahren und ist durch. Also gehen wir es uns spaßhalber. Wockidi. Und eine schöne Feuerflamme aus dem Auspuff. Und quer. Und gib ihm. Und Kante. Und geht schon. Nichts übertreiben. Nein. Ganz sauber, ganz kontrolliert gedriftet. Und auch hier ganz sauber, ganz schön gedriftet. Die Hundertstel sind nicht mehr wichtig, jetzt brauchen wir nämlich die Zinkel, gell? Genau so ist es. Ich freue mich schon auf die Schikane. Und check it. Und den Gegenpendler gleich für den zweiten Triff genutzt. So wie es sich gehört, die große Schule. Und das Ziel. Dankeschön für diese Sondervorstellung. Jetzt sind wir wieder beim geteilten Bildschirm. Hausherr Mario Petrakowitz im anderen Fahrzeug, nicht im roten Golf, sondern in seinem bekannten Arbeitsgerät im weiß-roten Polo. Und Pogedi! Kontrollverlust, drinnen sind wir wieder. Pogedi. Eindeutig zu harte Federung. Und jetzt macht er gleich weiter. Wobei ich glaube, dass es Absicht ist, weil nach dem Vorläufen, wenn es ihn stören würde, hätte er was geändert. Glaube ich. Sage ich jetzt einmal. Übrigens, Manfred, du weißt, was ich von VW Golf halte, gell? Ja. Das war der letzte Schöne. Selten gute Sorte. Ja. Das war vor Ignacio Lopez. Ja. Den berühmten Lopez-Effekt. Genau. Den Weltverbesserer von General Motors, der Opel in den Abgrund gesteuert hat und von VW abgeworben wurde. Und jetzt das Hauptaugenmerk auf Mario Petrakowitz. Hier sehen wir, wie jemand das Pferd, der jeden Kieselstein mit Fortnamen kennt. Wenn irgendjemand Dreher hat, sagt der Kau, was machst denn du da? Du kehrst doch da um. Und zack. Eine ganz saubere Linie.
Einfach nur begeisternd. Wenn man das ansieht. Es ist einfach schön. Da macht man sich darüber Gedanken, was war vorher da, er oder die Linie? Ich glaube, das ist eine Symbiose. Und da weil es so schön war, noch einmal. Pagadi! Dass er gleich zweimal springt, ja. Man hat richtig schön gesehen, wie er ein bisschen in der Luft war. Ich wusste, es gab einen Golf, gab und gibt einen Golf Rabbit, aber dass es einen Golf Horse gibt, habe ich noch nicht gesehen. Ja, die andere Zeitlupenmelodie ist in dem Fall Absicht. Das hat tatsächlich was vom Bullriding, was der Hauer da zieht. Das ist wirklich. Und hier? Nein, das ist nicht der Start, das ist nur das Reifenaufwärmen. Aber es gehört auch einmal gefilmt. Ja. Von den D2 haben das ja zum Exzess. Das stimmt. Schau dann. Das stimmt. Stopp, wieder zurück. Also, es haben einige die Reifen aufgewärmt, aber D2, das war exzessives Reifenaufwärmen. Ich glaube, irgendwann einmal hat der vorne dann zu ihnen gesagt, was ist jetzt mit euch zwei? Jetzt stürzt sich endlich einmal her, wir müssen starten auch einmal, nicht mehr Raffen auf einmal. Ja, jetzt stell dich da her. Du auch. Glaubst du, versteht der ungarische Teilnehmer jetzt stell dich da her? Naja, kommt drauf an, wie knapp er bei der Grenze wohnt. Ja. Wenn euch übrigens der gelbe Seat bekannt vorkommt, ja, es ist das Ex-Peter Rammler Auto. Alles Hölle in seinem ergelbten Ford Focus. Ein Duell der Extraklasse. Da lässt keiner was anbrennen. Und los geht's. Man sieht hier vollste Kontrolle. Das ist kein probieren wir mal, sondern das ist, ich weiß, wie es geht. Einfach schön, einfach geil. Entschuldigt, weil wir gerade so still sind, aber das muss man genießen. Das muss man einfach genießen. Das ist einfach die große Schule, die hohe Kunst. Ganz knapp am Reifenstapel vorbei und ganz genau die Linie getroffen. Einfach schön. Und weil es so schön ist, ein ganz knappes Finale. Ja. Und die zweite. Ja, noch einmal. Nur mit anderen Vorzeichen. Das Fiese, wenn man dort ist, ist ja. Man weiß nie, wo, auf welchen Wagen soll man schauen, wo soll man zuschauen. Darum haben wir mit zwei Bildschirmen gearbeitet. Ihr sollt das genauso das Problem haben, wie wir es gehabt haben. Was natürlich ein bisschen eine fiese Sache ist, in Bezug auf Allrad und Rallye und Rallycross, diese Dinge haben doppelt so viel PS wie ein Rallye-Auto. Also gehen auch entsprechend anders um die Ecke. Und in dieser Klasse ist auch der heurige Streckenbestzeit gefallen. Manfred Stroll mit knapp 1 Minute 09 hat es mit einem Rallycross 4WD mit dem Ford Fiesta diese Zeit geschafft. Und wie ihr seht, die Dinger gehen richtig gut. Also, auch wenn da offenbar was schief gegangen ist. Kleinigkeit. Ja. Apropos Manfred Stroll. Natürlich nicht der Skoda Fabia, sondern der andere. Aber auf den kommen wir dann auch noch. Genau. Den können wir dann auch noch ausgiebig genießen. Nicht nur und hier. Und der schaut oben. Ich hab's ja, können Sie mir oben beobachten. Genau, könnt ihr auch. Aber dann verpasst ihr das. Und man weiß, was für ein präziser Fahrer der Manfred Stroll ist. Er fährt beide Läufe quasi gleich. Also die Action, die er im ersten Lauf liefert, liefert er auch im zweiten Lauf. Wie ein Uhrwerk. Aber da war bei beiden Fahrern eigentlich sehr actionreich. Ja, ja. Also
auch wenn es ein bisschen expensive war, der Eintritt, aber wir sind auf unsere Kosten gekommen. Also wir haben auch mit solchen Aktionen, muss auch einmal sein, ein leichtes Untersteuern. Werner, das war nicht so teuer. Du müsstest wie jede gute Aktion an Euro zahlen. Stimmt. Ui, bist du wahnsinnig. Muss ich meinen Bausparer auflösen. Hey, ich hätte eine Idee. Machen wir das bei der Formel 1. Dann kann es gratis sein. Die zahlt das sogar noch was. Weil dann liefern wir die guten Aktionen. Und wieder mal im Sturzheim vor der Kamera tanzen. Ja. Oh, das war übel. Und. Los geht's. Diesmal bleiben wir auf der Außenbahn. Am Anfang Stoll. Schaut sich das an. Ja. Voll unter Kontrolle. Einfach die hohe Kunst. Oh, da war schon sehr der Fun-Faktor dabei. Ja, natürlich. Das war nicht wirklich effizient mehr, das war einfach nur super Fun. Ich glaube, das war schon mehr Fun wie alles andere jetzt. Das war, meine, auch hier spreche ich von einer Symbiose, mein lieber Manfred. Ja. Schau. Wenn es sauber genauso schnell ist wie im Drift, dann trifft man halt, oder? Dann trifft man halt sauber, ja. Aber ich glaube, das ist deutlich schneller im Drift genommen, als wie wenn er sauber gefahren war. Ja, bei ihm schon, ja. Und beachte. Ja. Wie viel später dann sein Gegner ankommt. Genau. Aber schaut sich, der Nächste, der springt. Aber das ist nicht das Grund, das ist warum er so langsam geworden ist. Genau, nicht der Grund, warum wir ihn reingenommen haben. Sondern ein wunderschöner Drift. Was heißt Drift? Sehr weit raus. Etwas weiter als geplant. Ich bin mir ganz sicher, das war weiter weißt als weißt du, was denn der Wiese angebaut hat? Einen Teil seiner Stoßstange. Flutsch. Und weg ist er. Dann versucht er zu korrigieren. Etwas übersteuert. Versucht er zu korrigieren. Das war auch ein bisschen zu viel. Aber der nächste Gegenpendler, der geht schon in die richtige Richtung für die Kurve. Also rein damit. Quer und gib ihm. Jetzt gibt es nur noch eine Handbremse zum Bremsen. Andere Bremse brauchen wir nicht mehr. Genau. Wie übrigens alle Teilnehmer glänzend aufgelegt waren. So schön. Er kann sich schon denken, dass das nichts mehr wird mit weiterkommen. Nehme ich einmal an. Ja, nach dem Fehler. Aber das ist ihm wurscht. Er weiß, 3 Drifts kann ich heuer noch machen auf einer Rennstrecke, auf einer gesperrten. Also gib ihm. Also man muss sagen, war auch eine sehr gute Auswahl der Teilnehmer, weil die alle den Fun-Faktor verstanden haben bei der Veranstaltung. Und genau jetzt kommt der Käfer. Zum Thema Fun-Faktor. Wir hatten doch heute schon das Duell. Genau, ja. Porsche gegen Käfer, ja. Genau. Wir haben jetzt bei der ersten Runde jetzt den Augenmerk auf den Chris Rosenberger mit dem Porsche. Der hier exzellent und sauber fährt. Da noch sehr, sehr dezent über die Kante drüber rumpelt. Schaut, dass er die Stoßstange vom Skoda vorher nicht erwischt. Da nicht drüber rumpelt. Abgerissene Stoßstangen, das geht aus dem Waldviertel. Das ist nicht so toll. Hier ganz effizient. Nichts anbringen, was gehen zu werden. Ganz schön. Richtig toll. Großes Kino. Und der Käfer trottet hinterher. Aber
Wir haben dann nachher noch gesehen, dass der Pilot des Käfers, wer war da eigentlich, der Käferfahrer? Der Käferfahrer war da. Haben wir was Historisches? Da, irgendwo da eine Liste hinter Historischen. Nein, warte. Da ist das schon, okay. Ich hätte da nicht aus der Liste heran. Ja, da gut, dann suchen wir raus. Ich habe mir das nie angeschaut, weil der ist ja sensationell gefahren. Ach, fürchterbar. Ihr müsst uns vergeben, das ist nicht unbedingt die. Da ist der Historische, wahrscheinlich der Historische, oder? Ja, aber. Da ist Käfer, schau ja, da. Genau. Dieter Ecker, da. Genau. Siehst du's. Gehört erwähnt. Wirklich, der. Vielen Dank für den Spaß, den du uns bereitet hast, mein lieber Dieter. Während sich der Chris eine Pirouette gönnt. Wieder einmal. Das war der Hattrick, glaube ich, an dem Tag. Ja. Sehen wir, dass ein Käfer nicht unbedingt vier Räder braucht, um die Ecke zu fahren. Vor allem, dass er Morgenluft gerochen hat jetzt und genau. Sich gedacht hat, nach dem Dreher könnte es sich vielleicht doch einmal ausgehen. Ja, genau. Und dann merkt ihr, wie der Gasen kommt. Ein Haxel pro Kurve haben wir schon öfter gehabt heute. Das war mal das erste. Hier vorne. Zwei. Und hier vorne und hinten. Drei. Und vier. Sehr schön. Also Dieter, gut gemacht, gibt es überhaupt nichts zu sagen. Da Sehr errauschte Leistung. Ja. Auch hier ist wieder so eine Qual der Wahlgeschichte. Oben natürlich die Heckwegpartie im Opel Ascona. Da ein wunderschön und sauber bewegter Porsche von Karl Wagner. Zum Glück haben wir zwei Rennen, ja? So ist es. Herrlich. Ja. Gibt es nichts zum Aussetzen. Okay, ein bisschen nachkorrigieren darf es sein. Unsere Heckweg-Leute, die mögen wir ja überhaupt sehr. Die zeigen immer wunderbare Sachen. Bei jeder Rallye freuen wir uns schon auf sie. Auch wenn sie es manchmal ein bisschen zu buchstäblich nehmen mit dem Heckweg. Ja. Wir wünschen an dieser Stelle ein weiteres Mal gute Besserung, dem Ascona. Dem Ascona, genau. Und jetzt natürlich die Kamera auf den zweiten Teilnehmer. Schauen wir uns die Heckwegpartie an. Und zack, rein in den Schotter. Was für eine Freude. Sandspiel für Große. Ich mag das. Manfred, habe ich dir schon einmal gesagt, dass ich das mag? Ich glaube, das hast du schon 2000 Mal gesagt. Okay, passt. Gut. Schon bei den letzten Rallyes, ja? Okay, gut. Ich habe mir gedacht, falls noch keiner mitgekriegt hat, mir gefällt das. Ja. Die Heckwegleute sind ja ein Mitgrund für die historische Klasse, dass man sagt, die sind wirklich spitze. Ja. Da gibt es nichts. Ja, noch einmal auf die Idee mit den Stockcars zurückzukommen. Stell dir vor, Georg Schwantner, Noah Travnicek und Norbert Tomaschek in Volvos. Ja. Wäre doch lustig, oder? Wäre doch mal lustig, ja. Wäre doch ein Gag. Ich würde dafür Eintritt zahlen. Du auch, Manfred? Würde ich extra zahlen, ja. Ja, wir zahlen extra für die Teile, die kaputt gehen. Weil bei Volvo Stockcars was kaputt geht. Entschuldigung. Nichts, was man nicht mit einem Vorschlaghammer wieder hinbiegen könnte. Ja. Mit dem Schweißbrenner wieder anbrutzeln könnte. Die werden dann eh zu dir dann kommen und werden sagen, ja, wir machen mit, aber du reparierst es. Aber gerne doch. Ich verlange.
einen Vorschlaghammer, ein Schweißgerät und ein Bier. Na, bei der Köden, die wir dort gehabt haben, eher ein Glühwein. Da war wirklich der Glühwein diesmal. Obwohl, aber wettermäßig muss man sagen, nach dem Waldviertel ein absoluter Burner, das Wetter dort. Das ist das zweite Jahr, wo man uns Regen vorausgesagt hat und bei Sonnenschein konnten wir uns das Finale anschauen. Genau. Hier in Michi Böhm, nicht außer Rand und Band, sondern voll unter Kontrolle. Im Plan. Ja. Alles im Soll. Ja. Jedes Mal, wenn ich Michi Böhm sehe, denke ich mir, wie viele Rallyefahrer wir eigentlich da bei uns in der Ecke haben, wo wir stimmt, wohnen. Ja. Ne? Stimmt. Der Großraum Ebrechtsdorf ist da praktisch in jedem Ort steht irgendwo im Hinterhof ein Auto. Aber Rallye haben wir keine. Wir werden alle aufgeladen und irgendwo hingeführt, die schwarze Rallyes. Wobei man dazu sagen muss, Michi sein hätte auch eine relativ lange Anreise, wenn bei uns in der Gegend eine Rallye stattfinden würde. Ja, schon. Das ungleiche Finale. Mhm. Wobei wir hier ein kleines Aha-Erlebnis gleich sehen werden, den Crossbows. Denn die Dinge können auch fliegen. Das ist der Moment, wo er dann überlegt, habe ich mir jetzt was gebrochen? Irgendwie, irgendwas ist kaputt, aber es ist schon kaputt, es kann nicht mehr kaputt werden. Jetzt ist egal, jetzt gehen wir es uns. Im zweiten Lauf war es dann schon egal, ja? Power on Chris. Flat out. Wunderbar. Und hier im Infield. Sehr schön. Ich frage mich die ganze Zeit, so wie er den Crossbow bewegt, warum haben sie die anderen Crossbow-Fahrer nicht so bewegt? Ah, Crossbow mit Handbremse um die Ecke geworfen. Ich glaube, in Mattighofen sind gerade ein paar Ingenieurdiplome von der Wand gefallen. Kann das sein? Und ein paar andere Bilder. Und Bilder und so. Das war eine Erschütterung in der Macht. Könnte natürlich auch sein, dass er jetzt beginnt, eine Version zu basteln für Rallyes. Ja. Du, wer weiß, vielleicht taucht in zwei Jahren ein KTM Crossbow für die Dakar auf. Ja. In der Quad-Klasse. Ja. Also, weil ich weiß, ist eine Version mit festem Dach für die Rundstrecke geplant. Das wäre schon eine gute Ausgangsposition. 30 cm mehr Federweg. Ach, was schwelgen wir in der Zukunft. Genießen wir das hier. Hier ganz eng genommen. Und das Ziel. Und gleich geht's weiter. Wir sind wieder bei einem Rallye 4WD. Gerald Grössing gegen Walter Mayer. Sind auch hier wieder schön unter Kontrolle. Kontrollierter Kontrollverlust nennt man das. Oder einfach einen schönen Drift. Bahn und geht schon in Field. Rost. Check. Und nochmal. Noch Check.
Obwohl der Spur zu spät angesetzt war, der trifft, aber was soll's. Gereicht hat's trotzdem. Allemal, ja. Und noch einmal. Sehen wir uns die ganze Sache mal von der anderen Seite aus an. Oder auch hier auf der Innenseite der Gerald Grössi einen traumhaften Drift gerade abzieht. Oben. Das ist übel. Wo soll man da hinschauen? Ja. Leute, ihr müsst da wirklich hingehen, ihr müsst das erleben dort. Auch hier, zack, und ganz schön kontrolliert gedriftet von Walter Mayer. Wunderschön. Check it. Auch wenn es eine Party ist. Es ist eine Party, die nach Benzin riecht. Ja, sie versuchen trotzdem zu gewinnen. Ja? Genau, ja. Genau. Meistens merkt man es aber beim Chris, glaube ich. Ja. Ja. Er ist Klassenantritt, damit er den Schmach des Vorjahrs. Naja, Schmach. Das wäre ja blöd mit dem Verscheiter. Ja. Ein Sieg vor den Augen und dann geht der Gang nicht rein, weil er dann ihm greift. Ja. Das tut weh. Ja, naja, das ist eben gedacht, da muss man was dagegen tun. Hier Hermann, hier vom Hermann Neubauer. Auf der Innenseite. Fort. Und wieder mal. 15 in der Power. Hört man. Leistung, die man hört. Und? Nein, nicht mehr. Gut. Ganz klein, ganz bissi. Ganz wenig. Und auch ganz wenig. Zack, zack. Kontrolliert. Sehr genau. Kontrolliert. Aber schon fertig. Bock. Und dann wieder. Ein Sprung. Und weiter geht's. Check. Und. Einfach nur sauber gefahren. Ja. Ja. Einen Dreher haben wir schon, jetzt schauen wir mal, dass wir es kontrolliert durchbringen. Gell? Genau. So, da. Und jetzt wiederum verkehrte Vorzeichen. Ich glaube, dass auf diesem staubig gatschigen Asphaltschling besser zum Driften geht als im Gatsch selber, kann das sein? Schaut so aus, gell? Das ist wirklich, ja. Das ist eine Freude zum Zuschauen. Man merkt, man merkt auch, es ist eine Freude zum Fahren. Man spürt den Spaß, den die Piloten dabei gehabt haben. Oben der Quattro quer, zack. Er hört gar nicht mehr auf, quer zu fahren. Inzwischen gibt sich der Hermann Neubauer. Spitzkehre. Hinein, ganz genau. Und rüber. Und zack. Und ui. Das war zu viel des Guten. Ja. So, jetzt macht es mit einem 2000er noch. Ja? Wenn du kannst das schon noch mit einem S2000 machen, du musst nachher 50.000 Euro rein reparieren. Ich muss sagen, es geht, aber nur einmal. Ja, genau. Nur einmal. Er fährt wahrscheinlich die Rallye sogar zu Ende nachher. Ja. Und auch hier grünt sich's wieder. Schaut sich das immer an. Und zack. Mit welcher Leichtigkeit. Ein federleichtes Fahrzeug mit Rauchzeichen auf der Hinterachse. Es wird immer mehr und mehr. Ja. Das ist dann auch schon, wenn die Sonne dann schon beginnt, schon langsam unterzugehen bei den Finalläufen, die wir übrigens, wo wir bereits sind bei den Finalläufen, beginnt dann auch das Streiflicht ganz
Da haben wir übrigens am Beton die Steine prasseln gehört, oben auf der Tribüne. Also, ja, war ganz nett. Heftiger, oder? Ja. Das Streiflicht taucht diesen ganzen Ring dann in ein ganz eigenartiges Licht, wo dann diese Staubfahnen drüben im Schotterteil richtig schön hinterleuchtet werden. Also, und das ist mir so richtig, das ist Herbst. Genau. Und die Sonne hat uns nicht im Stich gelassen. Sie hat schön brav durchgehalten. Hier, das wäre fast zu viel gewesen, aber schön abgefangen. Auch ganz knapp zum Reifenstapel zu. Michi Böhm hat übrigens bei dem Reifenstapel den ganzen Tag schon Maß genommen. Jedes Mal vorne ist er ein Stück knapper zurückgefahren. Autocross 2WD, 4WD. Diesmal leider zusammengelegt. Wir hätten uns gewünscht, dass wir beide Klassen da haben. Ja. Aber trotzdem gibt es nur einen Sieger. Ja. Und das ist meistens der Erste. Entschuldigung, wenn du schon flache Plattitüden schießt. Darf ich auch. Ja, es war ja voriges Jahr nicht so sicher, ob es nur einen Ersten gibt, oder? Aber ganz ehrlich, beim Finale letztes Jahr, es war einfach schön, ex aequo. Ja. Es war einfach schön. Vor allem die Verwirrung, die kurzfristige. Ja, oder? Genau. Und einfach, es war, keiner hätte sich's verdient gehabt, Zweiter zu sein. Ja. Das war einfach von beiden eine epische Leistung, von Chris und von Beppo. Ja. Apropos Beppo, wir vermissen dich, gell? Die heurige Rallye-Saison wäre ganz anders verlaufen, hättest du ein bisschen mitgemischt. Glaube ich halt, denke ich halt. Ja, jetzt hat sie aber gezeigt, das unauffällige genaue Mitfahren reicht dann im Endeffekt nicht ganz aus, gell? Na. Aber wenn man bedenkt, wie wenig Leistung diese Fahrzeuge eigentlich zur Verfügung haben und wie viel Action hier geboten wird, auf welch hohem Niveau hier gefahren wird, ich muss sagen, mir gefällt es genauso, wenn irgendwelche hochgezüchteten PS-Monster gegeneinander fahren. Es hat beides was für sich. Aber mein Lauter ist natürlich ein Rallycross-Auto, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ja, aber wenn man das überlegt, wie wenig PS im Verhältnis mit aus 1600 Kubik rausholen gegenüber zum Beispiel einem Formel-1-Auto, ja, wie mächtig genau. Sie aber eigentlich gegenüber einem Formel-1-Auto klingen. Ja? Gehe ich immer davon aus, dass einmal 3 bis 4 PS nur für den Lärm aufgehen, gell? Genau. Ja, wobei wir dürfen auch nicht unfair sein. Sie sind eine Spur lauter geworden, die Formel 1 Autos im Laufe der Saison. Der VW-Designer vielleicht einen Lautsprecher eingebaut? Das kann sein. Auf dem Lautsprecher steht drauf, Bernie Ecclestone says. Denkt man das immer, wenn ich diese Bernie Says Drive Safely Banner sehe bei der Formel 1, denke ich mir immer, ja, Drive Safely natürlich, aber ganz ehrlich, Bernie seine Meinung interessiert kann. ich muss immer an das Werner Comic von Brösel denken. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das zufällig. Genau, ich weiß nicht, ob sie die Parodie von Brösel zufällig gesehen habt oder gelesen habt im Asterix Überlebensband, wo eine Parodie auf die Formel 1 gemacht hat, der Brösel. Und einer der besten Sätze war, wie der Cäsar zum Bernardus Ecclestonus sagt:
Schweig, Bernardo Ecclestone, schweig. Weil auf irgendwelche Regeln. Jeder, der Regeln bei den, gepocht hat beim Pferderennen. Der im Motorsport zu Hause ist, würde das so gerne einmal zu ihm sagen, schweig. Nicht jeder. Jeder im Ferrari-Team ist voll auf zufrieden mit dem, was der Bernard Ecclestone sagt. Zurzeit auch nicht, weil Ferrari leidet genauso unter den Regeln. Ja? Stimmt, ja, stimmt. Oder Pfuhlstraße. Nächste Saison wird sicher besser. Jetzt haben sie dann einen Vettel. Ja. Der hat ja bewiesen, dass er mit einem guten Auto gewinnen kann. Apropos gutes Auto und gewinnen. Ein gewinnender Drift, ein gewinnender Hopper. Mit einem schönen Feuerflämmchen aus dem Auspuff. Lohnenderes Gesprächsthema. Ein querbewegter gelber Sierra. Hm. Wenn du dazwischendurch immer bellen hörst, ja, der Werner ist ein bisschen verkühlt, gell? Das ist kein Hund, der neben mir sitzt, ja. Das ist auch der Grund, warum das Video diesmal ein bisschen später kommt, weil bis der Manfred das ganze Material endlich gesichtet hat. Aber jetzt schaut sich das einmal an. So macht man das. Oh, dein Feuerflämmchen. Da hat er, glaube ich, den Auspuff verloren, gell? Soweit ich gehört habe, ja, beim Papa drüben. Ja, der Radiowatcher Nummer 3, ja, Fotografen, unseren Hauptfotografen, hat er seinen Auspuff gehört. Was nein, nicht wenn er das Ergebnis beigeschaut, nein, das ist nicht der Sieger. Nein, den Sieger hat man hingeschoben. Ja, da hat sich leider die Antriebswelle verabschiedet, aber zum Glück erst nach dem Zieleinlauf. Damit war es kein Problem. Aber genau. Man sieht, sportlich, wie man ist, feiert man mit. Ja? Genau. Und hier das Duell des Tages. Alois Höller gegen Manfred Stoll. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn man das öfter sieht. Und die Tür, hast du das gesehen? Ja, zum Glück hat man beim Rallycross keinen Beifahrer. Ja, der hätte wenigstens die Türe zuschlagen können, ja. Stimmt auch wieder, ja. Alois Höller hat ja gemeint, dass ihn das so abgelenkt hat, dass er keine Chance auf den Sieg gehabt hat. Wobei, warum er keine Chance auf den Sieg gehabt hat, seht ihr dann beim zweiten Lauf. Da ist noch alles in Ordnung. Vollgas-Action vom Feinsten. Und sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Und zack, um die Kurve. Wunderschön. Und noch einmal in die Kurve. Bisschen Gras mitgenommen. Egal, jetzt ist es eh nicht mehr glitschig am Nachmittag, ist eh schon auftrocknet. Und eine schöne Zeit im Studio noch. Mit offener Türe. Es gibt einige Hindernisgründe für Drifts, aber offene Türen gehören nicht dazu. Lauf Nummer 2. Beide sich, was passiert ziehen, ist, ne? Ziehen gewohntermaßen vom Start weg. Sieht es so aus. War ein herzzerreißendes Duell, Manfred Stoll. Und oben im kleinen Bild seht ihr bereits, alles Höller steht. Das Motor ausgegangen, nicht mehr angesprungen. Er kann nur mehr zuschauen, wie der Manfred Stoll seine Runde zieht. Und der Manfred Stoll fährt da seine Runde weiter. Auch wenn er weiß, dass er bereits weiter ist, weil spätestens, wenn er dann gleich die gelben Flaggen sieht, ja, weiß er, dass er weiter gelbe ist. Flagge. Und aber das er ist kommt zu dem Schluss, da ist ein Hindernis. Aber keines aber für kein Grund, das Tempo runterzunehmen. Er sieht da alles, da steht eh auf der Innenseite. Also kann man voll weiterfahren und gehen wir gleich wieder rein und schumm. Wir sind übrigens dann auf Manfred Stoll geblieben, wenn alles Höller aussteigen. Habt ihr sicher alle schon einmal gesehen. Also haben wir gedacht. So. Haben wir gedacht, bleiben wir auf einem wunderschönen Donautal vom Manfred Stoll. Gratulation. Schön gemacht, gut gemacht.
und schön gefeiert. Ja. Bei der Runde, bei der Auslaufrunde habe ich mir gedacht, jetzt nimmt er mit. Ja, das wäre die Höchststrafe gewesen. Du sollst die mitnehmen. Übrigens, dann der Traktor zurück. Ja? Übrigens, wir werden nicht müde, Seitenhiebe auf die Formel 1 zu machen, gell? Was kostet noch einmal ein Donut auf der Ziellinie bei der Formel 1? $100,000? Irgend sowas, ja. Zahlen wir der Strafe, gell? Diesmal hat der Mercedes freiwillig gezahlt, gell? Ja. Na, alle Teams zahlen freiwillig. Das ist nur die Show wert. Ja. Diese historische Show ist auch was wert, ja? Absolut. Hier wieder eher die saubere Linie gewählt. Im ausbeschleunigten leichten Heck mitgeholfen. So knapp wie möglich. Ja. Alles knapp. Also wirklich, enger geht es nicht mehr. Oben habt ihr gerade gesehen, wie der Chris einschlägt in den Übergang vom Schotter. Das hat er beim Crossbow schon gemerkt, dass die Kante hart ist. Aber wenn man da vorne keine Motor hat, ist das noch halb so schlimm. Das hört sich schlimm an. Das hat sich wirklich, wir sind genau daneben gestanden und an der Stelle, das hat sich brutal angehört. Wenn Autos da mit dem Querträger da vorne eingeschlagen sind. Aber es macht sich belohnt. Es macht sich belohnt, ja, das Fahren, ja. Wie man gesehen hat. Und man muss dazu sagen, der Porsche von Chris schaut immer noch besser aus wie im Ziel von der Waldviertelrallye. Trotzdem hat er gewonnen. Gewolltermaßen einschlägt. Jetzt sehen wir das einmal. Ein großes Bild. Und? Bam! Man merkt, übel. Bewegt sich ja. Da ein bisschen. Übel. Ah, der Chris war da schmerzbefreit. Er hat gewusst, die Carbon-Trimmer, die beim Crossbow davon geflogen sind, waren teurer wie der ganze Porsche. Jetzt übertreibst du. Jetzt übertreibe ich, ja. Jetzt übertreibe ich. Einen Euro für die Dings. Na, für die Plattitüdenkasse. Ja. Klingeling. Er zeigt, was er kann. Ja. Er will den Titel. Und er bekommt frisch. Naja, den Titel hat er ein paar Stunden vorher bekommen. Ja, diesen Titel hier. Ja. Diesen Titel hier, ja. Ja. Das war auch eine der kuriosen Szenen der österreichischen Rallye-Landschaft. Ja. Das war jetzt tatsächlich sehr kurios, dieses ja. Rennen. Wie gesagt, der Michael Böhm testet schon den ganzen Tag diesen Reifenstapel hier an. Den hier, den Sie oben rechts jetzt gesehen haben im Bild. Beide sind hochmotiviert. Hochmotiviert. Knapp dran aneinander, hochmotiviert. Ich bin übrigens nachher im Fahrerlager beim Heimgehen zufälligerweise an Michi Böhm seinem Suzuki vorbeigekommen. Außer ein paar Reifenspuren auf der Stoßstange hat das Umkicken des Reifenstapels nichts ausgelöst. Aber sie sind schön geflogen, die Reifen. Sie sind wunderschön geflogen. Das Schulungsvideo für Crossbow-Fahrer ist nun zu Ende. Genau. Jetzt beginnt das nächste. Driving Instruction, Chris Rosenberger. Und hier. Michi Böhm mit dem Messer zwischen den Zähnen. So wie man ihn kennt. Leicht quer mit frontgetriebenen Swift. Richtig schön.
Boom, sieht man wieder mit dem Crossbow von Chris fliegen. Der ist übrigens mit der Hinterachse, die ist mir richtig hart aufgesessen und ist mit der Hinterachse auch noch einmal aufgestiegen. Übelst. Für diese Art Kanten ist der Crossbow nicht gebaut. Wer hat's ausgehört? Da filmt der Michi Böhm mit einem schönen Haxelheber. Und über die Wiese, aber es hat leider trotzdem nicht gereicht. Aber man kann nicht behaupten, er hat nicht alles gegeben. Vor allem ging sie da wirklich um den Spaß dabei, das hat man auch gemerkt. Ja, und da sind wir dann auch leider schon beim letzten Duell wieder angekommen. Gerald Grössing gegen Hermann Neubauer. Das Finale, Rallye 4WD. Und das war wirklich ein verdientes Finale von beiden. Also sie waren nicht nur schnell, sie haben beide auch etwas an Show geboten. Ja, haben Mut bewiesen teilweise. Ah, so schön, so schön. Hier ist sehr quer, aber ist sich schön ausgegangen. Es ist einfach schön, dazu zu schauen. Das hilft nichts. Ein bisschen Leichtigkeit, das Ganze. Ja. Schaut so einfach aus. Und jetzt der Fokus auf Hermann Neubauer. Hermann Neubauer hat sich beim ersten Rennen einmal gezeigt, wie man einen kleinen Vorsprung herausfahren kann. Sehr präzise, leichter Drift, kontrolliert er jetzt voll darauf, auf Sieg. Und sie herrlich. Nur dann wieder fertig. Das ist faszinierend, wenn die Kurven schon fertig sind, bevor sie überhaupt das Ende der Kurve sehen. Ja. Richtig, den Winkel zum Weiterfahren gehört. Mir gefällt das immer so, wenn die R5 so stark in die Federn gehen beim Anbremsen. Das schaut so genial aus. Jetzt mit mir. Und zack, zack. Und zack. Zack. Der Hermann Neubauer ist mit seinem Donut schon fertig. Sag ich aber durchs Ziel fährt. Das war jetzt ein bisschen überzeichnet. Nein, das ist schon. Aber man hat dann schon gemerkt. Die beiden haben dann noch für einen wunderbaren Schlusspunkt dieser Veranstaltung gesetzt. Da sehen wir noch mal eine schöne Zeitlupenstudie. Man sieht, dass beide wirklich hervorragende Szenen geliefert haben. Ganz genau, ganz präzise. Ohne was herzuschenken. Trotzdem was für die Schuhe. Der Fotograf hat auch eine Bodenplatte jetzt. Wie gerade der schon steht. Also. Auch beeindruckend, wenn man am Streckenrand steht und sowas spürt und sieht. Gott, wenn er ist schon gerade. Ja. Wurde ja Wahnsinn. Wenn, ja. Wenn die Grenzen der Physik so ausgelotet werden wie hier, ist einfach schön. Kann man unseren dreien dann nur gratulieren und stellvertretend für heute Siegerehrungen, nämlich jede einzelne Siegerehrung gezeigt. So sehen Sieger aus. Und so sehen Sieger aus, die wirklich Spaß daran hatten. Ja. Aber das war noch nicht ganz das Ende. Jetzt haben wir noch eine Schlussaction. Elegant, wie sich da über den Rollbar schwingt. Ja. Man merkt es aber richtig, wie die beiden das zelebriert haben. Den ganzen Rest des Ganzen. Das war ein Zelebrieren
interessante Geschichte. Also richtig, jetzt dürfen wir es nochmal rauslassen, die Autos. Jetzt geben wir dann nochmal die Karte. Ich meine, für eine Ehrenrunde, fühlt sich das immer. Was jetzt passiert? Der Werner hat schon gewusst, da muss er jetzt draufhalten. Da kommt noch was. Da geht noch was. Wahrscheinlich haben wir es inzwischen gemütlich gemacht. Das Rennen ist vorbei. Genau. Jetzt kommt normalerweise nichts mehr. Zum Glück hast du die Kamera trotzdem eingeschaltet. Normalerweise biegen jetzt alle ab. Genau. Die zwei aber nicht. Die beiden, man hat, wenn man daneben gestanden ist, gesehen, dass die beiden gestikulieren. Zwischen den beiden Autos. Da habe ich mir noch keinen Reim drauf gemacht, aber jetzt geht's gleich los. Hermann Neubauer quer, Gerald Gössing quer. Nächste Kurve. Parallel. Quer. Wieder quer. ein schöner Schlusspunkt für diese Saison. Gruß an alle, die schon vorher abgezogen sind. Ja? Vielen Dank. Das war ein altes Hölle am Dach. Es war einfach das lustig, war das nachher noch die Stimmung zu beobachten. Ja. Wir alle noch zusammengepackt haben. Wow. Wenn es genau schaut, setzt du die Reifenspur auf der Stoßstange von diesem Böhm. Man sieht, alle packen zusammen. Der Winter kann kommen. So, das war es jetzt wirklich mit der Motorsportsaison 2014. Die quasi Rennparty im PS Racing Center Greinbach ist jetzt leider auch zu Ende. Es war ein richtiges Abschlussfest des Motorsports von der heurigen Saison. Und ja, hat genauso viel Spaß gemacht, wenn nicht sogar mehr, wie die komplette Saison. Es war richtig viel Action, es war richtig viel los. Wir haben auch wieder nicht mit den Fahren und Fans geplaudert und hat einfach Spaß gemacht, hier zu sein. Wir hoffen, wir können nächstes Jahr wieder hier sein und wünschen euch einen guten Winter. Tschüss. Bitte euch.